wir Frau Stadtverordneten vorstellen, sehr geehrte Damen und Herren. Auch wir werden dem Antrag zustimmen, weil wir gerade den öffentlichen Zugang der Fulda eben auch begrüßen. Wir waren zugegeben ein bisschen überrascht über den Antrag, weil wir dachten, wir hätten es mit dem Fulda-Konzept bereits beauftragt, dass genau die Fulda, also wie die sich in die Stadt einbettet. Also der Auftrag ist aus unserer Sicht bereits erteilt. Wir dachten auch, der Magistrat arbeitet daran, quasi bereits, weil er ja auch lange an dem Fulda-Konzept gearbeitet hat. Wir hatten uns damals bei dem Fulda-Konzept selber ja auch den Antrag der SPD, also den Änderungsantrag zugestimmt, dass die einzelnen Maßnahmen nochmal vorgestellt werden und insgesamt bei dem Konzept enthalten, weil wir dachten, eben wenn die einzelnen Maßnahmen kommen, dann gucken wir uns eben die an. Ich finde es gut, wenn die nochmal vorgestellt werden. Bin eben nur überrascht, dass da anscheinend noch nicht so viel passiert ist, dass es jetzt nochmal einen extra Auftrag braucht, um das zu tun. Ich habe es mir dann eher so erklärt, naja, die Tagesordnung 1 ist im Moment sehr klein, ich gebe zu, die Linke trägt im Moment den großen Beitrag dazu, dass überhaupt was diskutiert wird. Und da muss man halt eben immer mal noch andere Themen finden, die man als Koalition auch präsentieren kann, sei es die Sternische Stadt, das Taubenschutzkonzept oder diesmal eben nochmal der Antrag für Fulda. Das finde ich ein bisschen schade. Ich freue mich, wenn auch wieder inhaltliche Sachen kommen, die strittig sind oder wenn es da auch noch zu diskutieren gibt. Aber ansonsten Unterstützung für den Antrag.